man sich im Gasthaus was bestellt, will man auch was haben für sein Geld. Da hat doch ein jeder recht, wenn er gut bedient sein möchte. Eine Speise esse ich nimmer mehr, wenn sie auch bestimmt sehr populär. Weil sie gar so viel verspricht, aber halten tut sie's nicht. Warum spielt bei den Schinkenflickerl allerweil das Fleischversteckerl? Oder bin ich blind, dass ich da nie einen Schinken find? Auf so einen Haufen Schinkenflickerl kommen ein paar kleine Prickeln und die werden direkt von den Flickeln ganz verdeckt. Und bitte mir schon ein, ich hab ein Fleisch, ich hab ein Fleisch, ich hab ein Fleisch. Dann merk ich bald darauf, dass ich mich touch, dass ich mich touch, dass ich mich touch. Drum lass ich mich nicht länger heckeln von den blöden Schinkenflickerl, denn ich hab schon genug von der Schinkenflickerl, 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 Säckertur. Ich bin ein gemütlicher Patron, sozusagen die Ruhe in Person. Mich bringt nix in Rage so bald, selbst der Gasmann lässt mich kalt. Ja, ich halte mich sogar zurück, redet man mit mir von Politik. Nur das eine regt mich auf, denn ich komm bis heut nicht drauf. Warum spült bei die Schinkenflickerl allerweil das Fleischversteckerl? Oder bin ich blind, dass ich nie einen Schinken find? Auf so einen Haufen Schinkenflickerl kommen ein paar kleine Bröckeln und die werden direkt von den Flickeln ganz verdeckt. Und bitte mir schon ein, ich hab ein Fleisch, ich hab ein Fleisch, ich hab ein Fleisch. Dann merk ich bald darauf, dass ich mich täusch, dass ich mich täusch, dass ich mich täusch. Drum lass ich mich nicht länger heckel von den blöden Schinkenflickerl, denn ich hab schon genug von der Schinkenflickerl, 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 Säcker, Säcker, Säckertour.